So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Supermarket, jawohl. So, ihr Lieben, die Regale sind wieder gefüllt. Also ich mache das immer so ein bisschen off-stream, dass Regale immer gefüllt sind, dass man nicht das so. Also während des, ja, ihr wisst schon manchmal. Oh Gott, warte mal, habe ich noch Öl? Ja, ich muss noch eine Ladung Öl holen. Moment. Eine Ladung Öl muss ich mal noch bestellen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Alles gut. Alles gut. Krieg mal hin. Aber ich will noch. Ja. Jetzt sind alle Regale voll. Jetzt sind alle voll. Ja, packen wir es mal hier hin. Gut, ihr Lieben. Aber was wir heute machen wollen, ist. Wir erweitern unseren Laden. Wir machen den Laden größer. Wir machen den größer. So, gehen wir hier raus. Verwaltung. Und hier, Abschnitt 2 kaufen wir uns. So, fertig. Fertig. Und der ist größer, der Laden. Jetzt können wir umbauen. Jetzt müssen wir erstmal umbauen. So, Moment. Jetzt will ich mal überlegen. Ja doch, wir packen mal. So. So. Können wir nämlich den anderen Kühlschrank dann nämlich auch mal hier hinpacken, ne? Oh. Hier. So. Da haben wir das was. Jetzt haben wir so riesig. Jetzt haben wir so einen großen Laden eigentlich. Warte mal, die Kasse. Kann man das Ding nicht auch verlegen? Hm. Jetzt überlege ich. Ja, die können wir ja auch schon mal so stehen lassen. Aber wir könnten neue Regale bauen. Oder warte mal, neue Lizenzen. Ich will bloß gucken. Ich will nur gucken. Ich will nur gucken. Lizenzen. Ja, könnten wir auch schon mal eine neue kaufen. Ja, wollen wir das jetzt? Weil da können wir Salz verkaufen. So. Spaghetti können wir verkaufen. Dann Olivenöl. Nee, Quatsch. Die haben wir doch hier. Nee, das ist ein anderes. Nee, doch. Ein anderes. Okay, aber jetzt eine Lizenz kaufen, das kostet einen Haufen Kohle, ne? Da würde ich sagen, erstmal Kohle machen. Ach, ich würde die Gasse eigentlich umbauen wollen. Ja, aber wo willst du denn hinbauen? Weiter hier rüber? Weil hier könnten wir dann irgendwann mal Regale dann noch mal hinbauen. Also ich würde jetzt auch schon meine Kohle in Regale packen. Was kosten so Regale? Oder vielleicht noch in einen großen Kühlschrank. Der könnte hier hinpassen. Also ich würde in Regale erstmal. Oder Angestellten. Vielleicht der Angestellten? Was kostet ein Angestellter? Einstellen. Das kann ich erst mit Level 10. Wir sind jetzt Level 8, glaube ich. Ja. Also müssen wir jetzt noch ein bisschen leveln.
Und ja. Da könnten wir uns auch mal Angestellten holen. Und der sollte das noch hinkriegen, ne? Ja, dann machen wir jetzt zwei Level noch. Also jetzt nicht, aber das schaffen wir jetzt in diesem Video nicht, das ist klar. Aber sieht doch schon mal gut aus, würde ich sagen. Hier hast du jetzt ein bisschen mehr Freiraum. Ah ja, frei. Wir machen mal den Laden auf. Dann gucken wir mal, was so hier rockt wird. Halt! Gleich mal das Licht anmachen hier. Brauchen wir ja nicht. Von der Gasse wegzugehen. Guter Zucker. Müssen wir eigentlich von jedem Produkt hier einen Karton hinstellen, ne? Zum Nachfüllen. Was? Einmal frei. Oh, zwei Schick. Oh Gott, wie schnorkelten die? Schön. Was denn? Da brauchst du wenigstens nicht zu rechnen, ne? Das ist schon mal nicht schlecht, ne? €1,60 € möchte er haben. Zurück. €0,26. Wie sieht's denn aus? Ja, ganz gut, ne? Danke. Passend, immer gut. Danke, hey Leute, ihr seid gut. Passend, passend ist immer gut. Der Kaffee sieht schon wieder. Ein Regal ist schon wieder leer gekauft, ne? Muss den vielleicht mal teurer machen. Da kommt Stefan gar nicht mehr einkaufen. Eier sieht auch gut aus. Was möchtest du haben? 3,76 €. €0,14 möchtest du wieder haben? Bitte schön.
Oh. Ich muss da schon mal gucken. 5 Euro noch was möchtest du wieder haben? 5,84 Euro war es, glaube ich, ne? Also Stefan sagt, ich bin zu teuer, dafür kaufen die Leute aber bei mir. Also liegt's am Produkt. Stefan, du verkaufst schlechte Produkte. Bei mir läuft's. Uiuiui. Ja gut, dich kassiere ich mal noch ab und dann gucke ich erstmal, welchen auffüllen. Ne? Sehe nämlich schon, dass da einige Regale leer sind. Also bin ich doch nicht so teuer, Stefan. Bin ich gar nicht so teuer. Ja. Da bin ich gar nicht so teuer. Überhaupt nicht. Egal, wer leer. Gott, ich bleib immer unter Band hängen, ne? Ja, ich komme gleich. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich fühle nur nach. So, was ist noch leer hier geworden? Eier ist okay. Ach Gott, geh es aber noch mal. Geh es aber noch nachfüllen. Was fehlt noch? Was haben sie noch leer gekauft? Mehl. Ach gut. Ja, es geht gleich los. Was haben sie noch leer gekauft? Alles gut, oder? Ja, ich kann abkassieren, oder? Es ist nicht mehr leer. Okay, gut, ist alles noch da. Jo, geht weiter. Jo. Das ordnet ja einen Stress aus hier. Komm mir ja vor wie ein Großhandel und ich bin nur ein kleiner Laden. Jetzt wieder haben 6 Euro und 9 Cent. Das ist ja stressig hier. Kann man das nicht im Multiplayer spielen? Einer kauft ein und einer dank allein. Warte mal, 40 Cent kriegst du. Nein, warte mal. Oh Gott. Jetzt bin ich überfordert. Ach Gott. Läuft aber gut. Dafür, dass ich immer zu teuer bin, Stefan. Läuft gut. Letzte Sekunden.
Läuft gut, damit ich, wo ich auch noch Ausgaben gemacht habe. Uiuiui. Kommt, ach so. Oh Gott. Läuft aber gut. Läuft sehr gut. Also mein Laden läuft gut. Ich bin nicht so teuer. Da habe ich ein Bäckchen. Oh Gott. Ja. Läuft echt gut. So, haben wir denn noch? Bisschen Eier. Gekriegt. Jo. Das haben wir jetzt noch übrig. Eier frei, oder? Kann man nicht meckern. Da kann man nicht merken. So, gut, dann können wir schon mal nächsten Tag starten. Was heißt das? Ja, zwei Leute. Guck mal, ich hatte 28 Kunden. 26 Kunden waren zufrieden. Also, was willst du mehr? Was willst du mehr? So, Toastbrot ist billiger geworden und geschnittenes Brot. Gut, da gucken wir gleich mal. Was war's jetzt? Oh Gott, das ist billiger auf jeden Fall geworden. Mein Preis ist jetzt und ist jetzt auf 3,80 € gefallen. Ja, das müssen wir ändern, du. 4,10 € ändern wir das, ne? So. Okay. Gut, was war noch bei Jürgen? Gott. Hab's vergessen. Das Öl ist billig geworden. Okay. Das Öl ist billig geworden. Okay. Das Öl ist jetzt bei 3,60 €. Ja, dabei haben wir das mal. 3,60 € mal. Dann werden wir das mal auf 3,60 € kostet das jetzt ein Einkauf. Machen wir 3,95 €. Ja, ein bisschen Profit müssen wir ja machen, ne? So, gut. Gut, haben wir die Preise geändert. Dann würde ich sagen. Komm, mach erst mal einen kleinen Einkauf. Zwei davon. Nee, zwei. So, ich will das kaufen. Ja, kostet wieder Kohle, aber naja, was willst du machen, ne? Haben wir das erspart, da können wir den nächsten Tage damit leben. Das Stapeln wird wieder lustig. So, okay. Haben wir mega Einkauf gemacht. War echt ein mega Einkauf. Ja, wir haben einen mega Einkauf. So. Okay. Gut.
Machen wir irgendwo noch mal Tee? Nee. Können wir mal einräumen? Ja, das ist meine Strategie. Wenn ich wüsste, wo wir noch mal Tee haben. Okay. Das Mehl. Mensch, wo haben wir denn noch mal die? Ach, hier. Ja. Ja, mal Mehl. Ja, Mehl kann man gleich auffüllen, ne? Ne, das ist voll. Ne? Ne. Lass mal hier hinpacken, wir haben nämlich zweimal Mehl. Moment. Kaffee, ja, mal Kaffee auch zweimal. Also zwei Level müssen wir unbedingt noch machen, da können wir Kassierer einstellen. Kaffee, 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 Toastbrot, Käse. Ich hätte gerne einen Kaffee. Das Müsli. Ah, hier. Okay. Okay, können wir weghauen. Oh Gott, wo ist die Tür? Er hat die Tür weggebaut. So, ich hätte, ja gut, Kaffee, warte mal. Toastbrot. Toastbrot. Nee, ist nicht voll, du. Okay. Ich muss da hinbacken, weil wir haben es zweimal gekauft. Wenn wir das zweite Mal finden, wäre es cool. Ach, hier. Okay. Gut, was haben wir denn hier? Nudeln, Nudeln. Ist auch voll. Okay, lass mal hinpacken. Nein, box da hin. So, finden wir noch mal Nudeln. Ja, den finden wir noch mal. Das wird aber witzig dann, wenn ich das dann immer suche. Na, cool. So. Alter, was habe ich denn hier bestellt? Ein Kaffee. Wie schon immer Kaffee, ne? Ja, genau, das wird das Witzige da dran, wenn wir das dann suchen. Das ist Gott, was habe ich denn wohl gemacht? Esel. Zweimal Käse habe ich gemacht. Finde er schwammig. Ach, hier ist wieder Käse. Okay. Das ist eine Strategie, die ich, ja, ich glaube, die ihr witzig finden wird. Werdet, werdet. Ah. Ich wäre Wahnsinn. Ich brauche unbedingt eine Lache. Aber ich weiß gar nicht, wenn man das Lache holen kann. Keine Ahnung. So, hier ist noch mal Kaffee. Tier hin. Noch
Mach mal, Alter, wie viel Kaffee habe ich denn? Also Kaffee habe ich jetzt da oben. Müsste ich mal Billard machen. Käse, okay. Wo hatte ich schon mal Käse? Ach ja. Oh Gott. Ich habe auch viel Käse. Deswegen bin ich so pleite, oder was? Habe ich schon einmal irgendwo Wasser? Nö, habe ich nicht. Okay. Die Milch. So kann ich es nur im Kühlschrank verkaufen, aber lachen kann ich so, ne? Das ist auch witzig. Müsli ist gut. Ich wäre nie. Aber ich brauche schon mal nichts zu gucken. Was habe ich denn hier alles gekauft? Noch mal Milch. Ein. Abbrechen. Was habe ich hier alles gekauft? Das war doch mal eine krasse Folge. Wie viel gekauft? Noch mal Müsli. Wo bist du denn hin? Hier. Also ich brauche spontan erstmal gar nicht mehr zu kaufen, oder? Ah ja, um die Einlage, ja. Wasser war ja. Okay. Ah ja, hatte ich auch schon irgendwo. Habe ich. Hatte ich nicht schon Eier gekauft? Ja. Doch. Ich habe schon Eier gekauft, aber war es leer. Okay. Dann war der Karton leer. So. Was haben wir denn hier? Käse. Aber Käse hatte ich auch schon irgendwo. Ach ja. Wieso habe ich so viel Karton Käse? Was habe ich da gekauft? Boah, Gott. Boah, Müsli. Oh Gott, wie viel habe ich denn gekauft? Habe ich da irgendwo noch eine Zahl drin stehen, dass ich so viel gekauft habe? Wasser noch mal, Alter. Da muss doch euch wohl eine Zahl. Habe ich denn doch euch wohl eine Zahl drin? Ich muss das mal gleich gucken. Vielleicht gucken wir mal. Noch mal Wasser. Nee, ich habe da euch wohl bestimmt eine Zahl drin. Muss ich mal gucken, ja. Da habe ich doch irgendwo Zahlen drin. Ich habe doch immer bloß zweimal gekauft. Nö, ich habe keine Zahl drin. Ja, ich habe doch immer. Okay. Naja. Okay. Gut, dann. Oh Gott. Habe ich auch einen Vorrat hier. Ich brauche. Ist der Öl? Habe ich. Da hinten steht noch mal Öl. Sehe ich gerade. Kann ich das dahinter parken irgendwie?
Ja gut, dann bleibt's hier. Aber definitiv haben wir alles. Und da kann das nächste Video losgehen. Somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare. Ich habe zu viel eingekauft. Für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen euch. Viel Spaß bei Supermarket und auf meinem Kanal. Tschüss. Tschüss.